Haben wir natürlich ein bisschen Probleme mit dem Licht, ne? Oder? Sonne da, Sonne nicht da. Herzlich willkommen zu diesem Video. Sommerpause beendet. Wir sind unterwegs, ihr seht es gerade. Wir fahren nach Neuhof. Roland ist auch dabei, ist ganz busy dahin. Wenn ich mit Roland unterwegs bin, bedeutet das eigentlich, entweder wir fahren Fische gucken, Fische kaufen, oder, und das ist, haben sich auch viele gewünscht, wir fahren ein Projekt aufbauen. Wird das ein 1,60 Meter Aquarium, 1 Meter tief, 80 hoch, ihr werdet das sehen. Werden auch noch ein paar andere bekannte Leute wahrscheinlich zu sehen sein. Lasst euch da mal ein bisschen überrascht. 1200 Liter. Thema Asien haben wir schon vorbereitet. Wer auf Insta vielleicht schon mal ein bisschen geguckt hat, hat da vielleicht den einen oder anderen Sneak Peek auch schon mitbekommen. Wir haben es jetzt 10 Uhr, 12 Uhr mal da. Um 1 Uhr geht's los. Das ist soweit. So, Fachmarkt Treffscheid GmbH. Wir haben mit dem Roland bei uns vorab schon so ein bisschen das Hardscape zusammengestellt. Das haben wir da runtergeschickt. Das gilt es halt heute aufzubauen. Und bin mal ganz gespannt, wie das wird. Wir gucken uns die ganzen Sachen gleich an, wenn wir da sind. Da können wir auch noch mal ein bisschen zeigen, was wir uns gedacht haben, wie wir das planen. Ja, dann sehen wir uns gleich in Neuhof vor dem Aquarium mit unserem Hardscape. So, Leute, wir sind jetzt da. Ja, da drüben ist es. Jetzt gehen wir mal rein, gucken uns das Aquarium mal direkt an. Roland ist schon ganz aufgeregt. Mir ist so kalt, mir ist so kalt. So, wie kalt ist das denn? Die anderthalb Stunden zu früh, aber. Gar nicht wahr. Genau richtig, um die Vorbereitung. Achso, um Vorbereitung zu haben. Ja. Gut, sind wir genau richtig. Tag, guten Tag. Das wird praktisch das Aquarium, 1,60 Meter lang, 1 Meter tief, 85 cm hoch. Das ist unsere Hardscape-Palette. Ist für uns der Tobi Aquaowner, der macht auch noch ein Aquarium, der hat auch noch die Sachen von uns bekommen. Das müssen wir jetzt auspacken, hier ist der Lieferschein sogar noch. Steine und Holz, und Steine und Holz haben wir. Steine und Holz, wird spaßig. Wir müssen jetzt erstmal hier so richtig ankommen, die Jungs sind ja noch ganz schwer im Stress und irgendwie ganz aufgeregt. Packen jetzt mal eben unser Auto aus und machen uns schon mal breit, glaube ich. Und dann können wir schon Steine waschen. Ja. Draußen. Sowieso so warm ist, ne? Oberkörperfrei wie richtige Männer. Ja. Sag mal, kann ich mich schon breit machen da drin oder nicht? Dass wir das dann gemeinsam machen. Warum wolltest du es reinschleppen? Weil wir noch Steine waschen. Ja, natürlich kannst du das. Waschen würdest du ja eh nicht drin machen. Du hast doch die Tonne da drin, die schön. Ja? Also, draußen meinte das nicht, es wird zu kalt. Ja, du kannst es drin waschen. Das ist eine Damentoilette. Die dachten wir, die tun wir mal so richtig einsaugen. Dann geh aber auf die Damentoilette, weil es einfach schöner ist. Also, ich bin da nicht so oft. Nein. Das klang gerade anders. Ja, keine Ahnung, wie können wir das jetzt machen? Nein, mach das. Ich will nur nicht, dass alles im Raum jetzt schon liegt. Weil die Leute, wenn sie reinkommen, das natürlich als erstes bei dir sehen. Und die meisten wissen noch nicht so recht, was davon. Und wenn das jetzt schon. Also, du kannst es natürlich da in die Ecke, das Aquarium rechts davon. Da müssen wir noch mal kurz hin. Habt ihr denn schon eine Idee, so was ihr machen wollt? Ja, es steht schon fest. Also das Layout habe ich schon in den Kisten hier, das ist schon vorgebaut im Prinzip. Und jetzt wird es halt nur noch verfeinert im Prinzip halt auf die Gegebenheiten im Aquarium angepasst. Steht aber eigentlich schon fest. Wir sollen da hinten in der Ecke das am besten machen. Wasser ist jetzt angeschlossen, jetzt müssen wir mal ganz kurz beim Roland gucken, weil ich die Treppe runter. ja, schauen wir mal, ob das alles so schick ist und Wasser läuft. Roland hat die Steine schon da hinten hingelegt. 10 Minuten sind wir durch. Wasser sollte laufen, wenn man es aufdreht. Was machen wir denn eigentlich? Wir müssen jetzt die Drachensteine ganz kurz, da ist immer so ein bisschen, hier kann man das schön sehen, diese Einschlüsse drin, das müssen wir einfach wegspülen. Dafür haben wir hier einen kleinen Lattenschlauch. Ist jetzt nass, ne? No. Und Schmutz. Oh, ich mach's doch gerne. Das Ganze findet hier im Rahmen von diesem Online-Meets-Offline-Influencer-Event bei JBL statt. Habt ihr wahrscheinlich, werdet ihr gleich mitbekommen. Die Leute sind alle schon drin. Ich habe jetzt ja hier die ganzen Steine sauber gemacht und alles. Die bringen wir jetzt rein. Dann werden wir drin noch mal kurz vielleicht so eine kleine Erklärung machen, wie wir das vorstellen. Dann geht das los. Der Roland bekommt da noch mal mit dazu. Und dann bauen wir da dieses dicke, fette Asiscape auf. Und das wird ganz spannend. Mal hier, ihr könnt es hier gerade sehen. Ich habe das hier schön mit dem Gartenschlauch gemacht. Das hier, diese schöne Fläche, kann man sehen? Und diese ganze Fläche ist praktisch, was wir aus diesen Steinen hier einfach rausgespült haben. Immer schön die Steine sauber spülen. Das wird unser Hardscape-Stapel, das ist der für den Tobi oben. Das können wir verbrennen. Aber es ist hier kein Battle, also wir machen das ganz cool. Einfach rein erstmal. Du willst wirklich einen Iron Man machen, ne? Den nehmen wir gleich zu, oder den nehme ich gleich mit. Ist der auch zu leicht, oder was? Also es geht jetzt los. Wir bringen jetzt das ganze Hardscape alles rein. Ich muss noch in mein Auto. Ich habe nämlich mein komplettes Werkzeug mitgenommen für Eventualitäten, die da uns jetzt überraschen. Ich weiß immer nicht, wie gut Leute vorbereitet sind. Das ist praktisch so, Kundenauftrag, immer alles dabei haben, ist immer besser, als sich auf andere zu verlassen. Aber wir haben alles dabei. Ich habe an alles gedacht. Puh, was eine Aussage. Guck mal da, der ist auch da. Der schleicht sich irgendwie in jedes dritte Video mittlerweile. Ich trage mein Hardscape noch selber. Habe ich auch gemacht. Ich habe es hergebracht. Das ist das zweite Projekt eigentlich. Das macht der Tobi als Teamführer mehr oder weniger. Da wird halt Thema Südamerika werden. Wir machen ja das Asien-Thema und er macht halt ein Südamerika-Thema. Gucken wir uns zum Schluss nochmal an, wie das geworden ist. Wir kümmern uns jetzt um unser Projekt. Da wird der Roland so ein bisschen federführend sein. Bei unseren Projekten generell ist ja der Roland immer der eigentlich so der
der Künstler visionär ist und ich unterstütze ihn. Was hast du denn in Zanzibar? Red oder was hast du ihm gesagt? Red. Red war unser Wunsch. Aber wo ist der Manado? Ach, da oben ist Manado drin. Ach, den müssen wir ganz zuerst reinmachen. Ja. Das ist aber leicht. Voll leicht. Fünfmal auswaschen. Ne? Wir regeln das einmal über den Wasserwechsel. Oh, 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 der ist kaputt. Nee, der ist kaputt. Guck mal da. Guck mal, da unten liegt ein Messer drin. So, das kleine rote da oder was? Genau. Ja, er ist da oben. Guck mal, er steht auch schon da. Oder mit einer Leiter vielleicht. So, Roland, wie stellst du dir die Wurzeln vor? Sollen wir, wo sind die Pflanzen eigentlich? Nein, das sind unsere Steine. Also, wir haben bei der Bepflanzung, schauen wir jetzt, dass wir halt, ist ja ein relativ einfaches Thema. Es gibt ultra viele Pflanzen. Wir machen ganz viel, wir werden ganz viel mit diesen Fahnen machen. Ja, also ganz viele verschiedene Fahnen. Das soll ja low maintenance sein. Das heißt, die soll möglichst pflegeleicht sein, das Ganze. Also wirklich mit wenig Aufwand betrieben werden. Da haben wir uns wirklich konzentriert auf Pflanzen, die relativ langsam wachsen, die sich gut verarbeiten lassen und die wirklich nicht viel Pflege verbrauchen. Wie so dicke Fahne halt. Wir haben jede Menge Butzen. Ne? Wir haben auch ein bisschen Rotala dabei, einfach für die Farbe, weil wir doch ein bisschen was, also ab und zu mal schneiden müssen sie halt. Was haben wir sonst noch dabei? Viele Moose. Ja, das wird halt spannend. Müssen wir alles auspacken, alles vorbereiten jetzt. Stellen wir hier mit rechts rüber, oder? Die habe ich schon hier in den Karton stehen. Das sind ganze Moose. In vitro. Den brauchen wir auch. Was ist denn bei euch los? Ihr solltet schon beim Einfüllen. Oh mein Gott. Haben wir einen Staubsauger hier? Wir müssen die Luft da absaugen. Wir müssen dran denken, dass wir hier vorne, wir wollen mit Sand arbeiten. Ich würde jetzt nicht mehr reinkippen. Dass du diese beiden Sachen erstmal stellst, dann müssen wir einen Pinsel fegen und dann mit Sand schön. Ne? Ja, okay, dann gehe ich hoch. Es wird spannend mit der Bepflanzung. Ah, kriegen wir hin. Das sieht sehr gut aus. Die beiden standen da, aber standen anders. Und zwar, der breite der, hinten, ja. Der steht hinten und den stand, nee, der. So hat man es gemacht, guck mal. Na, warte mal, guck mal ganz kurz. So hat man es gemacht. Ja. Das heißt, der müsste noch gedreht werden. Ein Ticken? Nee, andersrum. Nee, gib mal her. Ja, so sieht es gut aus. So stand der. Das ist sehr gut. So, also das Thema wird halt sein Asien. Ne? Wir hatten uns ein bisschen überlegt, so eine Art unterspültes Flussufer, wo praktisch, wenn ihr reinschaut, die Wurzeln so ein bisschen freigespült werden. Ich gehe mal hier rüber. Wir wollen die Wurzeln gar nicht so verdecken. Wir werden wohl die Steine verdecken, damit die Wurzeln unten bleiben. Aber an sich wollen wir die Wurzeln so draußen lassen. Also wie so ein ausgespülter Flusslauf, wie ausgespülte Bäume, damit sich die Tiere dann nachher schön durchschlängeln können und alles sowas. Ziemlich schönes Biotop eigentlich. Da könnt ihr mal schauen. Der nächste Schritt ist, dass wir es rausholen und die großen, dicken Stämme mit Moos umwickeln. Mit Moos umwickeln. Das werden wir hier machen aber. Ja. Das machen wir. Ja. Die bereiten uns drüben die ganz anderen Pflanzen vor. So stelle ich mir das vor. Herzlich willkommen auf der Damentoilette. Sollen wir das Moos fragen, ob die Temperatur des Wassers stimmt? Moos, wie fühlst du dich? Ist das alles okay hier? Auch mit Farbe heute? Oder bleiben wir grün? Heute Strähnchen? Na gut. Okay. Ja, nö. Du kannst dich zurücklehnen. Du kannst jetzt gerne mitbinden. Ich habe hier Christmas. Christmas, okay. Sweeping und dann hatten wir hier nochmal die Ricardias. Ricardia, ja. Die werden wir ja kleben müssen, ne? Jetzt musst du mir sagen. Bloß mal überlegen, wie wir das machen. Vorne nur Christmas, weil es feinteiliger ist. Und auf den hinteren Stamm nur Weeping. Also machen wir Weeping hinten hin. Das dunklere nach hinten. Ja, das dunklere nach hinten. So, dann musst du mir jetzt sagen, welcher ist nochmal. Das ist der hintere. Also mache ich jetzt hier Weeping dran. Das ist doch super. Das heißt, hier musst du kurz ihm erklären, wie du das. Wo du sie hinhaben willst. Ja, einfach da außen an die dicken Teile, die feinen nicht. Ja, das und da kommt, das ist die vordere, das da kommt Christmas rein. Christmas. Hast du schon mal gemacht? Nicht so schlimm. Ja, das, das ist ein Faden, der leicht reißt und der löst sich auch irgendwann mal auf. Das ist nur so, dass du einen kleinen Anker hast, weil Mooskleben nicht funktioniert. Mooskleben schwimmt durchs ganze Aquarium nach. Wenn ich das jetzt klebe, dann kleben die unteren, aber das obere ist das total locker. Guck mal, was alles runterfällt, wenn ich das in die Hand nehme. Und deswegen binden wir das. So, und jetzt einfach so ein bisschen einmal rum, grob einmal so richtig schön drüber, dass es hält erstmal so. Okay, das sind jetzt alle Schnittbilder aktuell. So sehen die Dinger halt aus, wenn wir sie gebunden haben jetzt. Ne? Das soll halt nachher so richtig schöne, vermooste Äste geben hier. Wir haben zwei verschiedene Moosarten genommen. Für den Hintergrund haben wir Weeping Moos genommen. Das hängt ja so ein bisschen, ist auch dunkler. Für den Vordergrund haben wir Christmas Moos genommen. Das ist ein bisschen heller. Ja, das wächst nicht so opulent. Ne? Also deswegen, das werden dann halt jetzt so diese Stämme werden. Wir haben hier einen, da einen. Da ist der dritte. Und der vierte ist noch in Arbeit. Den machen wir jetzt noch schnell fertig. Okay, also Leute, wir haben die Wurzeln gebunden. Roland, wollen wir noch die Kabelbinder abknipsen da gerade? Die langen, die. Länge, ja. Ja, komm. Okay. Leute. Oh, das ist die andere Seite. Dann habe ich hier ein besonders schönes Exemplar. Da haben sich zwei Jungs richtig viel Mühe gegeben. Ah, da kommt er doch gerade. Komm. Das ist seine Wurzel. Dein Auftritt. Yay!
Gut, wir verlinken ihn natürlich nicht. Das sparen wir euch. Du bist doch schon verlinkt. Karma ist eine Bitch. So, das ist das Ergebnis jetzt. Ganz kurz einmal zeigen. Also die linke Seite gefällt mir sehr gut, Roland. Der hat die ausdrucksstärkere Wurzel. Also müssen wir das andere versuchen, so zu drehen. So nach vorne. Kippen. Ja, nach kippen vorne. Soll man die auch nochmal bewegen hier? Ja, die muss ein Stückchen vor, hier zu mir her und zu dir rüber ein bisschen mehr. Ja, so. Hallo, hi, na? Kannst du das nochmal sagen? Ab jetzt ist der Tag gut, ne? Eigentlich ist jetzt gerade, kann gar nicht viel erzählen. Und, also, am Ende des Tages sind wir jetzt gerade dabei mit den ganzen schönen Drachensteinen, das alles ein bisschen abzudichten, dass uns der Bodengrund da nicht rausrutscht, ne? Ja, damit das nachher so ein schönes Uferstein-Layout-Ding wird. Schön. Meine Lieblingsaufgabe, vor allen Dingen, das ist für mich wie Meditieren, ne? Also Hardscape steht soweit, Roland. Jetzt geht's los mit Pflanzen, wir haben hier schon jede Menge schönster Pflanzen. Mit was fangen wir denn an? Ich wusste gar nicht, dass wir die Polbitis die Formis bestellt haben. Doch, hast du dir gewünscht? Alles, was du dir wünschst, erfülle ich dir, weißt du doch. Kannst du kurz was erklären zur Bepflanzung? Die Idee also im Hintergrund, wir machen auf die linke Seite große Büsche mit einer Nymphea aus Taiwan. Also so eine ganz hellgrüne, kommt auf der anderen Seite nochmal einen hin. Die rechte Seite wird mit Cyperus helferi bepflanzt, dann so vorfluten können. Vor die Nymphea machen wir Talarotondofolia, damit wir so einen rot-grünen Gegensatz noch haben. Und ganz fair vorne hin, wo es an den Hang geht, kommt Pocosdemon erectus. Und dazwischen werden halt überall kleine Inseln mit Pocephalandras gemacht. Wir sind mit dem Layout eigentlich jetzt fertig. Wir haben jetzt 21.18 Uhr. Wir haben 5 Stunden gebraucht. So Leute, fertig. Technik ist installiert. Und halt 2 dicke Außenfilter sind da dran. Neue Durchflussheizer. Außendiffusor für die CO2-Lage. Das da oben, ne? Roland, sag mal abschließend, bist du zufrieden? Ja. Und müde. Und sehr müde, ja. Und müde. Ja, ich weiß nicht, was man sagen. Ich bin müde.